Hallo und herzlich willkommen zu Transportiva 2, Folge 47. Wir waren dabei, hier unser Gleisvorfeld weiterzumachen. Und ich habe ja gesagt, ich wollte diesmal ein gebogenes Gleisvorfeld. Da war ein bisschen das Terrain angeglichen, auf das wir jetzt hier auch so ein bisschen... Na, so in der Form wollte ich das auch schon immer mal machen, dass man es dann auch mal aus einer Kurve rauskommt. Aber nicht so, so wollte ich das nie machen. Sondern eher so. So wollte ich es mal gerne haben. Ziehen wir von hier oben aus dem Strang. Ist so ein 100er raus. Oh, ruckel, ruckel. Wenn dann hier angeht, jawohl. Der dann hier reingeführt wird. So quasi, hepp. Na, jetzt kann der nämlich auch in beide rein. Hier sehen die ganz schön komisch aus, ne? Das müssen wir nochmal hier. Das sieht gerade ganz schön merkwürdig aus an der Stelle. Machen wir nochmal. Ne. Ich glaube, ich weiß aber, wann das liegt. Jetzt müssen wir mal hier mit abreißen. So. Gehen wir mit dem Gleis noch ein Stück gerade raus. Quasi so. Gehen jetzt hier rein. Weil jetzt kannst du nämlich hier schön parallel lang. Bis hier. Nehmen wir dich hier bis hier nochmal weg. Ziehen dich jetzt hier rein, nicht? So. Auch hier geht er ziemlich dicht beieinander. Warum auch immer, das verstehe ich nicht. So, manche Sachen muss man hier nicht verstehen in dem Spiel und muss es dann einfach nur hinnehmen. Aber ich glaube, es sieht jetzt so ganz gut aus. Müssen wir hier gleich noch angleichen. So, jetzt wäre es super, wenn die von hier nach hier reingehen. Gut, dann von hier nach hier. Macht er wieder nicht. Ich könnte so... So. Gleich jetzt hier nochmal. Perfekt. Und das gleiche nochmal von hier. So. Mit hier oben rein irgendwo und...
das echt mit den Originalschienen machen. So. Soweit so richtig. Wir müssen gucken, ob er jetzt auch tatsächlich überall gleich reinfährt. Weil wenn ich sag mal, der hier rein will, dann muss er ja auch nochmal hier rüber. Muss auch hier nochmal rüber. Ja, das passt. So. Jetzt das gleiche hier. Von hier bis hier raus so ein bisschen. Bis hierhin kann er noch 100 fahren und dann geht er hier raus und geht hier ran. Er geht jetzt hier oben irgendwo in das Gleis rein und springt hier rüber. So. Dann du hier rüber. Quasi so. Obwohl, du könntest ja dann hier rein irgendwo. Dann könnt ihr hier rüber. Du hier noch mal raus. Quasi bis hierhin. So. Aber das schon mal. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch gucken, dass wir die so weit miteinander verbunden kriegen, dass die auch von überall rein können. Das heißt, er muss von hier nochmal auch hier rüber können irgendwie. Wohl kann er, aber er kann es nicht, ne? Er kann von hier nicht nach hier rüber. Da können quasi so. Hier können sie rüber. Er kann hier rein, da rein. Und die entsprechend warten, das sieht gut aus. Ja, nehmen wir erstmal so. Den Rest sehen wir dann, wenn es soweit ist. Was hat man gesagt? Schotter. MT Schotter 1. Na, so. Schotter, sehr gut. Müssen wir hier das Terrain noch eingleichen? Oder das Terrain, wie immer man das auch aussprechen will. So. Machen wir jetzt so ein bisschen angleichen. Oder hier diese kleinen Dellen wegkriegen, das sieht sehr komisch aus. Aber dann machen wir etwas Größeres. Was Größeres, so. Zack, alles angeglichen, keine großen Dellen mehr und schon hat Düsseldorf seinen eigenen Bahnhof, schön Gleisvorfeld mit einer kleinen Straßenbahn davor hier, die hier so ein bisschen vor sich hinfährt. So ein bisschen vor sich hin dreht, sieht zwar nicht so super geschickt aus, aber besser als nichts. So, jetzt brauchen wir natürlich hier auch eine Zugverbindung, ne? Da braucht natürlich Movil. Movil ist auch so ein komischer Name. Eigenen Zuganschluss. Da müssen wir erstmal gucken, was wir für Movil eine Station bauen, weil wir haben nicht viel Platz in Movil. Ich hätte gesagt, hier müsste die schon hin. Vielleicht eine gebogene. Gucken wir uns das mal an, was wir so da haben. Haben wir hier irgendwo eine gebogene Station für Movil da?
Ihr Curved Station. Der müsste schon andersrum sein. Moville muss ja auch nicht groß sein, ne? Oder wie seht ihr das? Aber vier Gleise nehmen wir trotzdem. 320 nehmen wir auch. Eine Brücke, nein. Bus und Prang, ja. Parking-Lot wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ne, quasi hier müsste sie rein. Das heißt, wir müssen da hinten mal alles so ein bisschen abreißen, den Bereich hier. Reißen wir hier so ein bisschen ab. Machen wir auf Pause, dass es nicht sofort wieder zubaut. Na, so war der Plan. Hier das so ein bisschen weg. Sehen wir nochmal. Gucken, ob wir sie hier so reinkriegen. Jawohl. Tatsächlich drehen und in die andere Richtung biegen. Ne, so wollen wir es ja ungefähr haben. Ruhig ein bisschen weiter rein da hinten. So. Und dann gucken wir mal, dass wir die Gleise jetzt da hingelegt bekommen. Aber da würde ich jetzt erstmal die Originalgleise nehmen. Für die, die hier schon bei mir ein bisschen zugucken, die wissen, dass die von NEP leider nicht so ganz perfekt sich biegen lassen. Na, die kriegen nicht so einen engen Radius hin. Die haben da so einen Radius mit so einem natürlichen Radius, sage ich mal. Und dadurch sieht das hinterher immer so für mich nicht ganz so toll aus. Wenn ich ehrlich sein darf. Aber so denke ich mal. Ihr guckt mal, so schöne Doppelkreuzungsweiche überall, jawohl. Das sieht doch toll aus. Jetzt gehen wir hier mit den Gleisen rum. Gehen wir mit dem Inneren zuerst rum. Gucken, dass wir es ein bisschen tiefer kriegen oder höher. Ne, müssen wir tatsächlich mit dem Äußeren zuerst, ne? Fangen wir an nach oben. Gehen wir nach oben. Können wir hier vielleicht eine Brücke drüber. Ziehen wir erstmal bis hier. Und schön hoch. Jawohl. Ja. Ach, dammit. So sollte das nicht werden. So ein mieser Berg dazwischen. Dann müssen wir den auch glatt machen. Also, wie gesagt, ich bin ja nicht der Freund von so viel. Oh, oh, oh. Das ist viel. Das ist da viel zwischen. Ein bisschen sehr viel dazwischen sogar. Aber ich will doch nur mit einer Brücke von hier. Ach, wisst ihr was? Nicht so viel Tamtam. Wir reißen die Straße hier ab. So. Die Autobahnabfahrt reißen wir hier ab. Und ziehen jetzt das Gleis hier ran. Hier reißen wir noch mal ein Stück ab, weil es hier zu steil hoch geht. So. Nochmal von hier.
ans Innere. Mehr möchte ich doch gar nicht. Dann machen wir hier eine kleine Brücke rein. Oder nehmen wir eine schöne Brücke. Sowas hier. Sowas mag ich. Ich mag diese Art von Brücken. So. Und das gleiche jetzt nochmal. War doch die Innere, die fehlte, ne? Ja. Jetzt sagt ihr, warum denn daran? Relativ einfach, liebe Leute. Ich will den Streckenplan hier frei haben für Highspeed, glaube ich. Um dann mit Highspeed hier drüben weiter nach Scotts Grove, Lindfern oder Kaldron, Oberstwehr. Mal sehen, in die Richtung. Und die innere Bahn hier soll für den Nahverkehr. So, jetzt müssen wir natürlich die Gleise hier auch noch rausführen. Und auch hier müssen wir einmal diese Straße abreißen. Ne, wir müssen ja gucken, dass wir hier mit den Gleisen... Ach, das Gebäude hier muss entfernt werden. Das hilft alles nichts. Das Depot muss weg. Depot muss anders. Depot kann auch hier hinten hin. Na so. Damit wir jetzt hier ein bisschen Platz haben. Und zumindest hier da ist es dann hier natürlich einiges an Gebäuden rausgerissen, aber so ist das halt. So, ich muss euch mal wieder einen Moment gedulden. Autosave kriegt Strein. Wieder genau den gleichen Punkt zu finden, wo er tatsächlich zulässt, ne Gleis zu bauen. Da ist er. Da sind sie. So, jetzt einmal hier ran. Einmal hier ran. Und schon fahren hier ein paar mehr Züge. Sehr schön. Jetzt gucken wir, dass wir hier mit Richtung Dings kommen. Richtung Hauptstadt. Und nein. Über die Autobahn wollen wir sehr wohl. Und dann nehmen wir diesmal eine recht moderne Betonbrücke. Wir umfahren hier hinten natürlich wieso?
Was zur Hölle? So, manchmal, wie gesagt, manchmal verstehe ich dieses Spiel einfach nicht. So wie jetzt gerade wieder. So, jetzt sollten wir uns mal überlegen, wie wir mit den Zugverbindungen weitergehen. Wir gucken mal. Also ich weiß, dass wir hier hinten hin ja so ein Gleis haben, was momentan nicht, quasi gar nicht genutzt wird. Es geht bis hier hinten und führt hier hinten in den Bahnhof rein. Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, ich gehe damit hier raus. Hier so in dem Bereich der Brücke. Oder ich komme zumindest hier rein. Und dann kann ich einmal hier reingehen. Und vielleicht nach hier hin nochmal ausweichen. Machen wir mal. Okay, Bau nicht möglich. Machen wir hier. Kleines bisschen hören, dass wir hier eine Brücke kriegen, wo noch Schiffverkehr fahren kann. Wobei hier oben haben wir keinen Schiffverkehr, stört nicht. Da müssen wir nur gucken. So, damit sind wir schon mal hier aus dem raus. Sind wir schon mal aus dem Gröbsten raus. Na, ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken so ein bisschen folgen, was ich vorhabe. Ich würde jetzt gerne hier noch hier. So, jetzt war hier angekommen. Jetzt gehen wir hier durch den Berg und dann hier dran den
quasi hier durch. Genau. Da haben wir ja noch einen frei, der da hinfahren kann. So, und auch hier wieder schön großen, schöne Brücke. Irgendwas hier mit der, die wollte ich diesmal mal haben. Und 250 ist ja auch okay. Wobei, so wollte ich das gar nicht eigentlich. Aber wir können ja hier durch den Bahnhof durchführen und dann hier wieder raus und dann damit dran. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Weil eigentlich sollte das ja hier eine Hochgeschwindigkeitsstrecke werden. Also mit 260 kann er ja auch hier schön lang. Nehmen wir jetzt hier mit dem Inneren noch mal ein Stück weiter. Nee, das müssen wir anders machen. Ist alles nicht so einfach hier. Oh, ich sehe auch gerade, wir jagen hier auch schon mit Rekordtempo eine neue Maximallänge an. Das wollen wir auch nicht. Achso. Ne, wegen dem nicht möglich. Okay. Dann bauen wir hier. So, weil hier wollten wir ja eigentlich mit Highspeed, aber das können wir ja natürlich, wenn wir hier noch mal so rausgehen, so hier noch mal parallel durch, oder können wir parallel dran lang? Ne, das geht wegen dem Gebäude nicht. Also müssen wir jetzt hier so. Und ziehen wir das jetzt hier rauf. Neigung zu groß. Nee. Zu groß. So ein übles eingeschnittenes hier, da müssen wir es mal ein bisschen runterdrücken. Ein kleines Stück nur. Weiter zurück. Und so früh wie möglich runter.
Jawohl, damit kann ich leben. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass der Zug hier, der von hier kommt, will ich hier wieder mit Signal dann arbeiten. Aber hier durchjagt, durch das Gleis, auf beide kommen kann, da muss er nur warten, damit er drüben in Düsseldorf ankommt. Jawohl, das könnte man machen. Wobei, das ist glaube ich noch nicht... Sollte das die Highspeed-Strecke sein? Ich weiß es nicht. Wir können ja erstmal... einen Intercity nach Düsseldorf machen. Und dann gucken wir, ob wir hier nicht eine richtige Highspeed-Strecke nochmal rausbekommen aus dem Bahnhof. Der vielleicht in tief anfängt und tief unten reinfährt. Das würde, glaube ich, sogar eher Sinn machen. Dann als U-Bahn rauskommt und auch tatsächlich sich hier wieder vereint. Das könnte man dann als nächstes mal machen, als nächstes Projekt. Aber wir behalten das jetzt erstmal so. Wir können ja schon mal zumindest eine neue Linie machen von Main nach Düsseldorf. Den hat er sogar erkannt auf Anhieb. Sogar direkt zweigleisig. In der Hoffnung, dass er hier durch den Bahnhof... Na, das müssten wir ihm noch sagen, dass er hier durch das äußere Gleis gehen soll, aber dann hier im Inneren ankommen soll. Das wäre der Intercity von Main nach Düsseldorf. Aber da machen wir tatsächlich, würde ich sagen, das in der nächsten Folge. Ne? Dann habt vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.